ist mal wieder soweit. Eigentlich wäre ich bereit. Ich sehne mich nach Rast. Doch mein Geist rast. Und ruht er endlich? So ist es nicht verwunderlich. Da trägt mein Körper auf und ich bin schlecht drauf. Meine Glieder sind schwer. Ich kann nicht mehr. Sie zucken und strampeln, sie rucken und hampeln. Ich bin doch kein Zappel. Und nachts hab ich Rappel. Ich wende mich hin. Es hat keinen Sinn. Dreh mich wieder her. Die Müdigkeit ist sehr. Wie oft habe ich mich gebunden und wach geschunden. Es ist ein Grab, als hätte ich keine Wahl. Ohne Tabletten ist nichts zu retten. Doch wenn ich beschließe, ich nehme diese, dann wache ich nur. Und der Traum ist schlimmer. In jedem Traum gehe ich raum. Da will ich es gut haben, mich an Erholung laben und fit sein am Morgen, nachts ohne Sorgen. Meine Zahnräder ruhen, was auch meine Glieder tun. Aber die Wirklichkeit ist meist eine Albtraumzeit. Ich raste nicht und ruhe auch nicht. Und das Schlimmste ist, die Nacht gibt eine Frist. Mein Wunsch nach Schlaf ist mehr als tausend Schaf. Es wundert mich nun, doch was soll ich tun? Wie ich überhaupt, wenn es mir erlaubt, den Tag überstehe, wohin ich auch gehe, was ich so sehe, worum es sich dreht, wenn der Abend kommt, die Müdigkeit droht. Und ich bleib nicht verschont, von der Nacht unbelohnt. Es ist wie eine Strafe. Wieder zähle ich Schafe, gehe schon auf Fantasiereisen, um mich loszureißen. Aber nichts lässt mich los. Ich bin schlaflos. Freundschaft. Freundschaft ist ein zartes Band. Wer es schneidet, wer es meidet, vor dem es nur verschwand. Freundschaft ist ein kostbar Glas. Wer es trinket, wer es schmeißet, wie leicht zerbricht etwas. Freundschaft ist ein Kuchen. Wer ihn kostet, wer ihn backet, der soll ihn ruhig versuchen. Ostern mit den Mooswürmern. Es war Ostersonntag und alle schliefen noch. Nur mein Vater war schon oft auf den Beinen. Auf zum Frühschoppen. Danach, so hatte er es beschlossen, seiner Kreativität keine Grenzen gesetzt und seine große Freude zu machen. Er lief los und sammelte viel, viel Moos. Bei der nächsten Wiese. Zu Hause baute er für jeden ein Nest. Auch für den Hund. Überall. Auf dem Sofa, neben dem Sofa, unter dem Sofa. In jedes Nest legt er liebevoll all die guten Ostereier. Das freute den Hund, denn als mein Vater nach seiner schweren Arbeit ein Nickerchen machte, stützte sich der Hund auf die Schokoeier. Doch die waren eingepackt. Das machte dem Hund nichts aus, wohl aber seinen Magen, und der arme Hund erbrach sich. Inzwischen waren durch die Wärme die Mooswürmer aus dem Moos gekrochen und ich aus dem Bett. Was hatte der Osterhase bloß gemacht? Ich lief zu meiner Mutter, ihr das zu berichten, die das Ganze gar nicht gut fand. Sie sagte nur, die armen Kinder, der arme Hund und Ostern wäre versaut. Mein Vater hatte zum Glück einen Osterhasen aus Schokolade. Und ein paar Eier? Ja, die hatte ich vor dem Hund gerettet. Die Mooswürmer allerdings, denen erging es nicht allen gut. Ein Teil kam im Moos ins Freie. Der andere, ja, der andere landete im Staubsauger. Frohe Ostern.